Ja, es liegt natürlich sehr, sehr offen. Ich würde gerne das lernen, wo wir uns dann von hinten einfach nur anschleichen können, um die Nicke zu brechen. Ich bezweifle, dass wir da so rübergesprungen kommen. Das ist wohl das Ding, was die beiden da vorne hochgeschleudert haben hier. Krasser Scheiß, Alter. Und wirklich rumballern kannst du ja auf die auch nicht, weil du dann natürlich andere unlockst. Guck mal, da liegt auch noch so ein... Was ist das denn hier alles? Oh, das sind wohl... Feinde oder so. Mir wird noch irgendwie auf der Karte... Genau, hier ist noch so ein GRE-Paket, okay. So, und die Feinde, wo werden... Das ist direkt auf dem Platz hier vor uns. Sie müssen, das muss da alles voller Gegner sein. Oh, cool, ob wir da hinkommen. Hör mal. Ja, sieht so aus, als wenn das betretbar wäre. Ich nehme mal an, dass das Ding hier diese Burg oder Moschee, keine Ahnung, halt ist. Ich meine, Haran, logisch, kann natürlich auch in Afrika liegen, ne? Aber selbst da in Afrika sind ja auch arabischstämmige Länder. Und von daher... Also ich finde das hier ganze... Das Ganze hier ziemlich... So ein kleiner... Ja, siehst du? Passiert da. Es ist sowas passiert. Ja, das ist da echt gut voller Feinde. Ein Vorteil ist, dass dort gleich die Sicherheitszone ist. Deswegen, ich würde dann einfach gerne mal versuchen. Ja, sie hat sich gesehen, ist zu weit weg, aber den hat es auch gleich mit erwischt. Der steht da unten, hier in der Straße. War blöd, merkst du selbst. Ja, sehen, au! Scheiße! Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Panik! Panik bricht aus! Boah, die sind hier echt irgendwie... Mann, Mann, Mann! Nervig, penetrant! Aber ich meine, was hält die hier von diesem Zaun ab, weißt du? Ich meine, die können hier doch auch einfach zack rüber. Ich meine, wo ist das Problem? Das ist nur so ein scheiß kleiner Krüppelzaun. Edge Badge. Ich fühle mich gerade auch... Ich muss sagen... gerade hier auf der neuen Karte fühle ich mich zurzeit doch etwas hilflos.
Junge, Junge, Junge. Ich würde da gerne rein, aber ja, es ist kompliziert, glaube ich. Ich habe was gehört. Wir haben Gesellschaft. Na toll, der Überlebende wurde getötet. Sehr widerstandsfähig. Und uns geht die Munition langsam aus hier. Schade, dass der... Ja, ich hab's versucht. Wir haben ein Requirierungspaket gesammelt. Noch ein Requirierungs... Ah, davon sollen wir 50 sammeln. Das sind also die, die müssen wir töten, um diese Requirierungspakete zu erhalten. Ja, schade, dass es ihn jetzt hier erwischt hat. Das tut mir natürlich leid. Also wir können uns hier jetzt auch nicht so frei über die Karte bewegen. Um da wieder zurückzukommen, müssen wir wahrscheinlich wieder durch die Kanalisation... Ich bin der Meinung, noch was gelesen zu haben. Ich habe mir ja mal ein bisschen die Statistik angeguckt, dass es auch Quarantänezonen gibt. Und dass man die irgendwie betreten kann. Das hier ist eine Quarantänezone. Den können wir nicht nochmal reparieren. So viel denn dazu. Hab ich jetzt irgendwie mehr erwartet. Ach, krass, die kannst du auch. Was gibt's denn hier? Ein hochwertiger Cricket-Schläger. Ach, wie nett. Wer macht denn hier noch so Stöhngeräusche? Hallo? Und das Rumgeballer, ne? Hat die da hinten jetzt natürlich auch. Haben die gar nicht gehört. Nein. Hier lohnt sich es wenigstens, die mal vom Dach zu treten. Wenn das denn halt möglich ist. Dafür hatte... da gab es in den Slums natürlich mehr Fallen, wo du die halt auch mal... Ich meine, wir haben jetzt noch so viel hier nicht erkundet, um das jetzt groß... untermalen zu können, die Aussage. Aber in den Slums gab es, glaube ich, mehr Fallen denn dafür, ne?
Ja, du bist mir da unten egal. Ich glaube, du kommst hier auch gar nicht hoch. Uiuiuiuiui. Und wir sollen da irgendwie rein, weißt du? Es ist halt nur die Frage, wie. Ich meine, so vom, ich meine, vom Dach subtil vorgehen wäre eigentlich. So für mich jetzt die erste logische Wahl. Aber wir müssen scheinbar. Ups. Reinplatzen. Von vorne. Oder auch nicht. Wenn wir das jetzt knacken, stehen wir dem Hoshi gegenüber. Das hier geht gar nicht erst auf. Oh, hab ich mich erschrocken. Ich will dann jetzt nicht von unten rein müssen, weil wir müssen da dann erstmal noch überhaupt alles frei machen. Das ist ja doof. Habe ich gerade nicht. Also, dafür, dass du hier in dem Spiel eigentlich leise sein sollst, überwiegend, hast du manchmal nicht so die Möglichkeiten auch zu sagen, okay, dann gehen wir mal ruhig vor, weißt du? Das ist. Da können wir nicht hoch. Vielleicht dort durch die Bodenluke oder Dachluke, keine Ahnung. Ich möchte einfach nur ruhig vorgehen, aber scheinbar. Ach, guck mal, wir haben echt das Ninja-Outfit an. Wir haben Füße!
Wir müssen also irgendwo runter. Ehrlich gesagt wundert es mich gerade auch. Tot. Dass hier auf dem Dach eigentlich niemand Wache steht. Was stöhnt er denn noch so rum? Zigaretten. Ich glaube, hier waren wir schon drin, ne? Ja, ich habe das vorhin nur übersehen. Passiert. Sieht doch etwas überrannt aus, die Station. Also ich meine, ich weiß jetzt, wie wir unten reinkommen. Weil du kannst diese... Ah, den haben sie schon. Da sind sie schon selber aktiv geworden, okay. Zack. Aus dem Weg. Oh, du ekelhafter Schmock, Mann. Okay, hier kommen wir rein. Dann gehen wir mal. Ja, darin sollten wir ja rumballern können, ohne dass Zombies kommen. Wir werden vielleicht selber unter Beschuss genommen werden, aber hey. Säubern Sie den Funkstation Außenposten. Hier hochklettern? Das Dynamit werden wir wohl nicht brauchen. Ich nehme mal die Wurfsterne. Gut, also irgendwie...
müssen wir hier jetzt hoch. Okay. Alle, ja. Das lief doch ganz gut. Oh Gott. Bin ein bisschen nervös. Jetzt wäre noch manchmal so ein Schalldämpfer schön, ne? Oder das Genickbruch, das kennen wir ja leider noch nicht. Mann, hab ich einen Hunger. Ja? Wie wär's mit Blei? Kannst du ja mal durch den Kopf gehen lassen. Hoppla. Munition suchen, wichtig. Wurfsterne sind auch okay. Was jetzt auch natürlich auch cool wäre, dass wenn du dich von hinten anschleichst, mit so einem Messer einfach so einen Todesstoß ins Genick oder sowas. Ganz schön aggressiv, wisst ihr. Also gesäubert ist die Station jetzt wohl. Hoffe ich.
So kommen wir auch wieder an Munition. Fast wieder voll. Müssen wir sie nicht teuer kaufen? Medikit. Oh Gott, Deckung. Boah, das war jetzt schon mies, dieser Hinterhalt. Also... Dann habe ich gerade vergessen, wie man sich hinduckt. Meine Güte. Aber ist auch, da siehst du eigentlich mal, dass es ganz gut ist, nicht unbedingt immer so durchzurennen. Gleich mal das Medikit hier einsetzen. Na toll, mehrere Etagen. Den haben wir das Gesicht quasi wirklich weggeschossen. Ich sehe euch. Okay, da ist ein Kopf geplatzt. Im Hintergrund schreit das Handy. Juppie! Das ist Timing. Hier. Nicht weit genug. Okay. Hast du nicht mit gerechnet, als du heute Morgen aufgestanden bist, ne? Ich auch nicht. Jetzt geht die Musik aus. Haben wir den jetzt komplett gesäubert? Nee, doch nicht. Und denk dran, nicht durchrennen. Nein!
tut mir leid. Können wir wieder Freunde sein? Ich käme auch wieder raus und wir tun so, als wäre nichts passiert. Oh, der Schuss hat gerade gesessen. Entwürfe. Elektromod. Verleiht ihren Angriffen etwas mehr Wucht. Etwas mehr Wucht. Garameister-Mod, okay. Durch der Gift. Erweitert ihre Angriffe um einen starken Gifteffekt. Ah. Okay, wir können zum Glück reichlich Medikits herstellen, aber das heißt nicht, dass wir jetzt einfach sagen können, okay, wir machen jetzt einfach einen auf Rambo. Da. Der ist, glaube ich, gerade auch geplatzt. Was zum? Sind auch zu weit weg, um die einscannen zu können. Noch eine. Der Kopf ist auch hin. Wieso wird er mir nicht auf der Karte angezeigt? Boah, was? Ah, sprechen Sie an der Universität mit Jade. Das heißt, wir sollen jetzt wieder nach unten und wieder raus. Hm? Fickt euch. Kack. Ach, hier können wir auch raus. Wir können den Fahrstuhl nehmen. Das geht bestimmt nicht gut. Ich habe Jade kontaktiert und ihr erzählt, dass ich für den GRE arbeite. Sie hat daraufhin jeden Kontakt abgebrochen. Aber dank Troys Informationen weiß ich, wo ich Jade finden kann. Ach so, okay, ach, ja, alles gut. Nee, hat sich erledigt. Gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns in einer neuen Folge wieder. Der Turm ist befreit und, ja, ich bedanke mich fürs Einschalten und mal sehen, was wir dann in der nächsten Folge oder in den nächsten Folgen so machen. Bis dahin also und tschüssi.